Die Verbindung mit Korea war ja überhaupt schlecht. Und eines Tages haben wir erfahren, dass die Kommunisten über Tokwon gekommen waren. Schließlich, dass die ganze Mission erledigt war. Aber mehr war zunächst nicht zu erfahren. Und ich meine, es war nach 2 Jahren etwa, also 51, da drang eine Nachricht durch, dass ein Koreaner gesehen habe, wie in einem kleinen Lager Leute seien, anscheinend Europäer, und der wusste zu sagen, dass diese bei Tisch, beim Mittagessen oder beim Abendessen, ich weiß es nicht mehr, was es war, da sitzen und essen und einer halte eine Rede. Das war für uns ein Signal, dass es unsere Leute sein müssten, die also Tischlesung hielten, auch in ihrem Konzentrationslager. Später kam dann die Nachricht durch über den Tod von Bischof Bonifatius Sauer. Und da erfuhren wir folgende Einzelheit. Er habe am Morgen seines Todestages die Äußerung getan, heute gehen wir heim. Und darauf hätten die Heiden gesagt, was will der alte Mann heimgehen? Er ist doch gefangen, er kann nicht heim. Sie haben also den Sinn dieses Wortes nicht verstanden, dass er heimgehen wolle, dass er sterben werde. Das war so ziemlich das Einzige, was wir in diesen Jahren erfahren haben über unsere Missionare. Bis dann am 20. Januar 1954 plötzlich Vater Jerzak Chrysostomus in der Freitagskonferenz sagen konnte, unsere Leute kommen jetzt heim, die noch übrig sind aus dem Konzentrationslager aus Korea. Am Sonntag, dem 24. Januar 1954, kamen sie also. Und gegen 11:30 Uhr stellten wir uns auf dem Kirchplatz. Und da fuhren nun die 2 großen Busse vor, die unsere Leute brachten. Ich meine, es waren 2 Busse, könnte auch einer gewesen sein. Jedenfalls von uns waren es über 20 Missionare, eben die noch übrig geblieben waren. Voller Spannung warteten wir, bis sich das Auto öffnete. Und ich meine, es kam zunächst heraus, Monsignore Lang von der Missio München, der die Fahrt hierher arrangiert hatte. Und dann entstiegen sie alle dem Bus, alle in Zivilkleidern, sehr gealtert, langsam erkannten wir sie erst wieder. Wir waren sehr gerührt, muss ich sagen, wie wir unsere Leute da wieder sahen, zum Teil in einem sehr jämmerlichen Zustand, darf man sagen, gesundheitlich betrachtet. Denn das, was sie durchgemacht hatten, das stand ihnen allzu deutlich im Gesicht geschrieben. Auch ihre Haltung etwas gebeugt, nachlässig. Aber doch machte sich bei ihnen eine große Freude breit. Und es gab viele Tränen, muss man sagen. Und so folgte die Begrüßung, langsam auf dem Kirchplatz. Und dann zogen wir in die Kirche ein. Und es war dann sehr schön, wie sie da im Chor drin standen, unsere alten Missionsveteranen, und die anderen kamen auch mit, unsere Leute. Und wir haben dann entweder das Tedeum gesungen oder das Magnificat, eine kleine Andacht gehalten, und daraufhin zog man ins Refektorium zum Mittagessen.